Ja, Herrschaftszeiten. Der. Das ist ein Privatgrundstück. Hau ab! Ja, da brauchst du gar nicht so blöd hinten. Das ist Hassfriedensbruch. Ich rufe die Polizei. Schade fürs Wasser. Wenn du mich loswerden willst, musst du schon was Besseres einfallen lassen als deine kindischen Wasserspielchen. Du hast Hausverbot, also verschwind. Keine Angst, ich betrete dein Haus nicht, aber seit Jahren lässt du mich vorn bei der Tür nicht rein. Also probier es jetzt heute mal von hinten. Schau, ich möchte dir ja bloß etwas zeigen. Ich hab keine Zeit, ich erwarte einen Besuch. Vorkaufsrecht. Vorkaufsrecht. Was hast du denn jetzt wieder für eine Lumperei vor? Schau, Justus, ich möchte doch bloß gefragt werden für den Fall, dass du das Zeigel doch einmal verkaufen solltest. Ich muss ja dann sowieso den Preis zahlen, den dir ein anderer bietet. Ich möchte es ja bloß nicht erst hinterher erfahren müssen. Ja, hast du denn immer noch nicht gespannt, dass bei mir nichts verkauft wird? Nein, weißt schon, gell, wie das Leben oft so spielt. Traue keinem, nicht einmal dir selber, heißt's. Frau Lechner. Ja, wen haben wir denn da? Regina, wo warst du denn jetzt so lang? Ja, beim Einkaufen. Ich kann doch kaum mehr was essen. Mir schmeckt doch kaum mehr was. Du vertragst nichts mehr, gell? Ich vertrag doch kaum mehr was und du bist stundenlang beim Einkaufen. Das ist für Sie. Ich hoffe, es sind die Richtigen. Ja, die sind mir ja die allerliebsten. Sind die nicht ein bisschen teuer für mich? Ab und zu mal so ein bisschen ein Luxus, das muss schon drin sein, gell? Venusbrüstchen. Schau lieber, dass du den lästigen Menschen da vorkriegst. Der will ein Vorkaufsrecht für unser Haus haben. Und jeden Moment muss der Antonia kommen. Ja. Na, unterschreibst halt. Das ist doch bloß ein Vorkaufsrecht. Das ist ja bloß ein Vorkaufsrecht. So viel ich weiß, geht es nicht ohne notarielle Beglaubigung. Ja. Da ist der Stempel. Ja, wenn du das nicht verkaufen willst, dann verkaufst du es halt nicht. Und wenn du es verkaufen willst, dann muss ich dir sowieso jeden Preis zahlen, den du verlangst. Na also, das hat doch jetzt überhaupt nicht wehgetan. Na? So, dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. In diesem Leben hoffentlich nimmer.
Alles nur erdenklich Gute. Danke, für dich auch. Antonia! Wir haben dich gar nicht gehört. Regina, grüß dich. Wie geht's dir denn? Wie lange warst du jetzt schon immer da? So 10 Jahre ungefähr. Weißt du, warum er mich jetzt plötzlich unbedingt sehen will? Ja, weil er auf einmal panische Angst hat, dass er dich nicht mehr sieht. Geht's ihm so schlecht? Na, davon wirst du halt nichts merken. So freut er sich auf dich. Na, Onkel Just, immer noch dieselben alten Späße. Hast doch noch mal hergefunden. Jetzt bin ich doch da. Immer noch dieselbe Schönheit. Und immer noch dieselben Komplimente. Grüß dich. Grüß dich. Setz dich nieder, Dörndl. Danke. Bringt Regina bald einen Kaffee? Kannst echt froh sein, dass du jemanden hast wie sie. Nur ist halt eine ziemlich resche. Ich hab mir oft überlegt, ob ich es bei mir wohnen lasse. Vorher ist er nur tagsüber gekommen. Aber trotzdem ist mir nie Herr geworden. War oft schon ein harter Kampf, du, auf Spitz und Knopf. 3 oder 4 Mal ist mir davor, mit Sack und Bock. Aber bevor ich mir andere. Für dich ist das ja uninteressant. Ich hoffe, du magst den Kugelhupf. Geh, den hast du schon als kleines Dirndlmähn. Setz dich doch her zu uns. Ach, in dem Haus gibt's so viel Arbeit. Und ihr habt bestimmt Gesprächsstoff nur. Warum hast du denn deinen Buben nicht mitgebracht? Ach, der Thomas. Stell dir vor, der hat heute mit seiner Garagenband das erste Konzert vor zahlendem Publikum. Ja. Seit Mittag bauen schon das Equipment auf. Garagenband? Wo der so Pfunde Klavier spielt. Ja, aber wenn er seinen genialen Tag hat, dann vollendet er die Unvollendete von Schubert oder spielt irgendein Stück von Tschaikowski in einer Rockversion, das den Professoren die Schuhe auszieht. Und wie geht's da beruflich bei dir? Ah. Seit ich einen neuen Vorgesetzten hab, eher mittelprächtig. Aber du lässt dir nichts sagen und gehst lieber deinen eigenen Weg. Da haben wir was gemeinsam. Und Karat hast du auch nie. Da kenne ich noch einen. Wieder was, was wir gemeinsam haben. Wir sind Romantiker. Und Romantiker, wirkliche Romantiker, die dürfen nicht heiraten. Das ist was für Realisten. Und sogar die, der Bresels, oft in der Ehe. Meine Eltern. Romantiker oder eher Realisten? Damals hat sich doch kein normaler Mensch scheiden lassen. Dein Vater war sowas von korrekt. Meine Mama hat es lieber Mensch, stimmt's? Ich hab deinen Vater auch Mensch. Gerade weil er so korrekt und anständig war. Der ideale Schachpartner. Aber deine Mutter hat halt doch ein bisschen mehr Fantasie gehabt. Na ja, und so haben sie sich gut ergänzt, oder? Ergänzt. Das dauert eine Zeit, aber nicht immer. Meine Eltern hätten niemand auseinandergebracht. Einer schon. Tja, sag bloß du. Habt ihr zwei noch ein paar Geheimnisse gehabt, erzählen? Das wollte ich euch ja schon lang sagen, aber. Was denn? Das ist nicht so einfach. Wenn du meinst, du bist fertig, dann kannst du wieder von vorne anfangen.
So ein großes Haus für eine Person ganz allein. Das ist doch zu viel für eine einzelne Person. Und ich bin schließlich nicht mehr die Jüngste. Ach, das ganze Grapfel sollte man einfach verkaufen. Ja, sonst noch was. Doch. Ach, es ist ein Kreuz. Jetzt hören wir uns wieder die Kurs. Wie sagt der Dirndl, das ganze Leben lang möchtest du alles richtig machen. Und am Schluss fragt man sich, ob man nicht alles verkehrt gemacht hat. Und ich komme dich jetzt öfter besuchen. Das verspreche ich dir. Das Dachgeschoss ist um 1,5 Meter zu hoch geraten und jetzt auch noch der Turm obendrauf. Das Dach und der Turm nehmen meinem Mandanten ja die ganze Sonne weg. Das ist unübersehbar. Das war im Renovierungsplan nicht so vorgesehen. Also ich werde den Bauherrn verklagen. Immer mit der Ruhe, Frau Lottermeier. Wir werden das Ganze in unserem Amt überprüfen. Versprechen kann ich Ihnen natürlich nichts, aber soweit ich weiß, ist das gesamte Vorhaben korrekt genehmigt. Also so großartig ist mir der See von uns daheim aus nie vorgekommen. Nicht wahr? Einen schöneren Blick kann man sich gar nicht vorstellen. Ebenso eine höhere Wohnqualität. Hier halten Sie wirklich alle Trümpfe in der Hand. Ja, und so pflegeleicht. Ich meine, die paar Zimmer, die sind doch in 15 Minuten durchgewischt. Sie wissen gar nicht, was man in einem großen, alten Haus in der Beziehung alles mitmacht. Da muss Ihnen diese Wohnung ja wie ein Geschenk des Himmels vorkommen. Und ob! Es wäre fast wie ein neues Leben. Frau Lechner, ich möchte Sie ungern drängen, aber sobald ich meine überregionale Anzeigenkampagne gestartet habe, wird dieses Objekt vermutlich als erstes weggehen. Ich sage Ihnen das jetzt nur, damit Sie mir später nicht vorwerfen. Naja, das. Also, wissen Sie, es ist halt so viel Geld, ne? 400.000 Euro. Das ist fast 1 Million Mark. Und das alles für das bisschen Balkon und 80 Quadratmeter. Na, da könnte ich ja in der Nacht nicht mehr ruhig schlafen. So ein Luxus. Und alles bloß für mich in meinem Alter. Wissen Sie, wie viel Rente ich habe? Nein. 620 Euro. Jetzt machen Sie aber ein Gesicht, als wäre gerade Ihre Provision so auf dem See davon geschwommen. Nein, ich dachte vielmehr daran, wie gern ich die Wohnung an jemanden verkauft hätte, dem ich sie von Herzen gönne. Der sie wirklich verdient hat. Ja, dann sind wir ja beieinander. Sie haben sie gerade verkauft. Gerade weil es ein Luxus ist. Gerade weil ich alt bin. Auf was soll denn ich noch warten? Mein ganzes Leben lang hab ich nie auf mich geschaut. Ich hab allerweil gespart und alles eingeteilt und verzichtet. Und drum muss jetzt das Allerschönste, das Allerteuerste sein. Wo muss ich jetzt unterschreiben? Moment. Ich gratuliere zu diesem Entschluss. Oh mein Just, wenn du das wissen darfst. Fanny, da drüben hockt er schon wieder Herrschaften beim Essen mit dem vollen Aschenbecher vor der Nase. Das geht nicht. Entschuldigung, das habe ich vergessen. Ja, Fanny, ganz was anderes. Ist die Frau Schütze schon da? Das ist so eine kleine, hübsche, blonde. Fanny, hauch mich mal um. Später. Und? Hat's unterschrieben? Es war nicht leicht, aber ich hab's geschafft. Regina Lechner, wunderbar. Und wie fühlt man sich nach so einem ersten lukrativen Abschluss? Es könnte nicht besser sein. Ich finde ja, so ein schöner Erfolg muss ja irgendwie gefeiert werden. Übrigens, das Finanzamt muss nicht alles wissen. Heute Abend bei einem fulminanten Abendessen, dass man sie privat einmal so ein bisschen. Dummerweise habe ich mir vorgenommen, Geschäft und Privatleben strikt voneinander zu trennen. Das ist sehr löblich. Aber keine Regel ohne Ausnahme. Sie haben mich verstanden, Herr Breitwieser.
Frau Schütze, wenn ich Ihnen so unangenehm bin, kann das sein, dass wir vielleicht auch immobilienmäßig nicht ganz zusammenpassen. Auf Wiedersehen. Aber Fanny, ich hab doch der keinen unsittlichen Antrag gemacht. Was spinnt die? Die tut ja gerade so, als ob. Ja, die spinnt. Gute Mischung. Grüß Gott, Herr Breitwieser. Mein Name ist Lotta Meier, Anwältin des Rechts Johanna. Ich kenne ihn schon. Ich brauche momentan keinen Anwalt und eine Anwältin schon gleich zwei, bitte. Gehen wir in Ihr Büro, schauen Sie sich das einmal an und Sie werden schon nach 10 Minuten feststellen. Frau Schlottermeier, ich bin praktisch gar nicht mehr da. Ich besitze mehrere Wirtshäuser und muss mich leider um alles allein kümmern. Sie werden sehr wohl einen Anwalt brauchen und zwar dringend. Was ich jetzt dringend brauche, ist ein Gespräch unter männernweit Nasen voll hab von euch. Von einer wie von der anderen, von euch allen. Das wird Ihnen noch leid tun. Sie mich auch. Ich hoffe, Sie waren zufrieden. Danke, Wiederschauen. Der Herr Materna. Herr Breitwieser, diese Anwältin, Frau Lottermeier, die scheint fest entschlossen zu sein. Die will uns Schwierigkeiten machen. Kaffee, Sie haben eine gescheite Krawatten, Rest folgt. Danke. Na, Rosel, alles in Ordnung? Ja, Chef. Bringst du das Übliche? Freunde, heute war ein erfolgreicher Tag. Stellt euch vor, der alte Haslinger hat endlich unterschrieben. Und sein Faktotum, die Regina, hat tatsächlich die Eigentumswohnung gekauft. Jetzt steckt es über beide Ohrwaschel in der Schuldenfalle. Und darf man gratulieren? Ja, wem? Ihr oder mir? So, auf den Tag habe ich jetzt 5 Jahre lang hingearbeitet. Den Rest und die Details erledigt jetzt bitte schon ihr. Ja, meine Bank wird der Frau Lechner jeden finanziellen Wunsch von den Augen ablesen. Pass auf, Rupert, du überweist dir jetzt erstmal die 400.000. Und mit den Ratenzahlungen wartet ihr natürlich, bis sie flüssig ist. Nichtsdestotrotz schickst du ihr in ein paar Wochen die ersten Mahnbescheide. Was glaubst du, wie die den alten bearbeitet, dass er verkauft? Und? Was soll ich da machen? Du, Herr Bürgermeister, von Gottes Gnaden beantragst, nicht sofort, sondern in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen die Rückumwandlung in ein gemischtes Gewerbe- und Wohngebiet. Bitte sehr. Ja, Frau Lechner, das ist eine Freude. Was kann ich für Sie tun? Herr Vorreiter, haben Sie gleich Zeit für mich? Ja, für Sie doch immer. Wenn Ihr Anliegen mit Geld zu tun hat, sind Sie bei uns richtig. Denn wir haben es. Immer nur herein in die gute Stube. Ja, ich möchte nicht pietätlos erscheinen, Frau Lechner. Aber bald werden Sie in einer sehr beneidenswerten Situation sein. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Ach, das habe ich mir auch redlich verdient. Ja, aber ganz bestimmt. Wie lange sind Sie nun schon die Seele dieses wunderschönen Heimes? 24 Jahre. Ach, Venusbrüstchen. Unwiderstehlich. Greifen Sie ruhig zu. Danke. Ja, und das Testament ist? In meinen Händen. Ach. Sie sind hier als Alleinerbin angegeben. Ja. Und Sie beide kamen nie auf den Gedanken zu heiraten? Oh ja, das haben wir fest vorgehabt. Aber dann war immer irgendwas anderes. Und dann hat der Just gesagt, Regina, zu was? Allein dieser Papierkrieg. Du kriegst sowieso einmal alles. Und ich habe sonst niemand auf der Welt. Und wegen der Erbschaftssteuer brauchst du nicht heiraten. Ja. Die meisten Paare heiraten aus einem weniger stichhaltigen Grund. Na, es ist nun mal, wie es ist. Und jetzt sind Sie hier. Worum handelt es sich denn? Das hier ist dieser Kaufvertrag. 400.000 Euro. Eine Menge Geld. Ja. Aber ich meine, bei dem zu erwartenden Erbe ist das ja für Sie ein Klacks.
Ja, wissen Sie, das ist eine Eigentumswohnung. Und die ist genau so, wie ich mir es immer vorgestellt habe, wenn ich mal allein bin. Eigentlich hätte ich ja warten müssen, aber dann war die Wohnung weg gewesen. Also haben Sie zugegriffen? Ja. Und das war zweifellos richtig. Ja, dann wollen wir jetzt diesen Kredit gleich unter Dach und Fach bringen. Antonia. Oh mein. Just? Just? Um Gottes Willen, Just? Was ist denn los? Du wirst mich doch nicht ganz allein lassen. Lebst du noch? Morgen, Mom. Morgen. Ich habe Semmeln mitgebracht und Hörnchen aus deiner Lieblingsbäckerei. Seit wann denkst du an sowas? Ich habe gar nicht mit dir gerechnet. Warum nicht? Deine neue Freundin scheint echt nett zu sein. Gestern bei unserem Auftritt, da war so ein Typ von einem Musikverlag da. Der will ein Demo-Tape von uns haben. Toll, das habt ihr doch wirklich verdient. Ihr wart's echt gut. Ja, nur dass wir kein Demo-Tape haben. Dann nehmt halt eins auf. Wenn ich dafür 3 Tage Tonstudio rechne, dann sind das allein schon 2.000 Euro. Die ihr natürlich nicht habt.
Mom, könntest du uns nicht vielleicht ein bisschen unterstützen? Langsam begreife ich, warum du an meine Lieblingssemmeln gedacht hast. Ach, Mom. Okay, ich streck's euch vor. Und schmeiß deine 60-Grad-Wäsche in die Maschine. Du bist doch auch dafür, dass wir das Ganze professionell durchziehen, oder? Ja, natürlich, voll professionell. Gut, dann kannst du das Zeug, auf dem wir bisher gespielt haben, aber komplett vergessen. Wir brauchen neue Instrumente, Mischpult, Verstärker, neue Gesangsboxen für den Probenraum. Okay, wie viel? 8.000 Euro. 8.000? Für ein Demoband, das sich vielleicht nie jemand bis zum Schluss anhört? Nee, was zu viel ist, zu viel. Ich spinne doch nicht komplett. Kommt überhaupt nicht in Frage. Mama, ich weiß doch, dass du ein Sparfuchs bist. Du hast die Kohle doch auf der hohen Kante. Und was ist mit den anderen Eltern? Von denen war gestern keiner da. Ja, du bist da eben anders, offener und noch nicht so festgefahren. Und dieses zweifelhafte Kompliment soll mich 8.000 Euro kosten? Nee, da gehöre ich lieber zum alten Eisen. Aber du hast doch gesagt, dass wir so gut waren. Ihr wart auch gut und vergesst die Wäsche nicht. Aber Mama, wir haben doch das Geld. Du kriegst jeden Cent zurück, versprochen. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie haben mir doch gestern die Lampe da verkauft. Ja, ich erinnere mich an Sie. Die Farbe vom Lampenschirm passt nicht zu meinem Teppich. Das ist überhaupt kein Problem. Da finden wir bestimmt was anderes. Wirklich? Ja. Wunderbar. Dann probieren wir den. Nicht schön. So, wie ist denn der? Aber jetzt. Wundervoll. Den hast du dir verdient. Frau Berger, ich muss dringend mit Ihnen reden. Ich stehe Ihnen zur Verfügung. Ich bestehe darauf, von Ihnen bei einer Neudekoration der Schaufenster involviert zu werden. Kommen Sie bitte mit. Zumindest muss das Ergebnis von mir abgenommen worden sein, bevor Sie es der Öffentlichkeit präsentieren. Bisher hat es ja keine Beanstandung gegeben. Bisher gehört der Vergangenheit an. Gewöhnen Sie sich endlich daran, dass ich hier das letzte Wort habe. Das Schaufenster ist unsere Visitenkarte, unser Aushängeschild. Da sagen Sie mir nichts Neues. Ja, dann schauen Sie sich das Ergebnis mal an. Die Farbe, die Sie als Untergrund für die Lampe gewählt haben, das ist viel zu rot, zu aggressiv. Sie sind aggressiv. Ich habe Sie gewarnt. Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht ausdrücklich gewarnt. Den Untergrund tauschen Sie gefälligst aus, und zwar sofort. Und wenn Sie damit fertig sind, rufen Sie mich. Thomas, willst du nicht doch mitkommen? Mama, ich habe den Mann doch kaum gekannt. Der Onkel Just hätte ihn nur so gern gesehen. Ich verstehe gar nicht, dass wir ihn die letzten 10 Jahre nicht mehr besucht haben. Wahrscheinlich, weil es nicht dein Onkel war, sondern nur ein Bekannter deiner Eltern. Ich habe ihn von Kindesbeinen an so genannt. Ich verstehe gar nicht, wie man sich derartig aus den Augen verlieren kann. Mama. Hm? Du siehst klasse aus. Danke. Tschüss. Ich muss gehen. Tschüss. Danke, Mom. Ich kenne keinen Friedhof mit einer schöneren Aussicht. Die Frage ist nur, kann man das noch genießen, wenn man erst mal herum liegt? Was gibt's denn da zum Grinsen? Grüß Gott.
Beileid. Ich meine das ganz ernst. Oje, komm. Mein aufrichtiges Beileid, Regina. Es ist schön, dass du extra hergefahren bist. Wir essen ja noch im Seeblick. Danke. Er war heute ein Einzelgänger. Kein Wunder, dass nicht mehr Leute gekommen sind. Mein Beileid, Regina. Wie ich gehört habe, ist er sehr friedlich eingeschlafen. Denn so schnelles Ende kann man sich ja eigentlich nur wünschen. Ja. Jetzt müssen Sie noch heute einen anderen Schachpartner suchen, Herr Professor. Nein. Nein, 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 nein. Für ihn gibt es keinen Ersatz. Frau Berger, gell? Ja. Lortzing, mein Name, Reinhard Lortzing. Ich bin sozusagen der Nachfolger von Ihrem Vater. Er war mein Schachpartner. Er hat sehr viel von Ihnen gesprochen. Sie sind also aus der Gegend? Ja, nein, also nicht von Geburt. Aber ich war sehr viele Jahre Gemeindekämmerer. Und jetzt bin ich natürlich im Ruhestand. Aber in rechtlichen Dingen bin ich immer noch sehr gefragt. Mein Beileid, Frau Lechner. Danke. Fanny, geh rein und kümmere dich um die Trauergesellschaft. Jawohl. Regina, ich pack's jetzt. Und ruf doch mal an. Du auch. Es muss ja nicht wieder 10 Jahre dauern, bis wir uns sehen. Vierti, vierti. Wiedersehen. Herr Lortzing, auf Wiedersehen. Bis bald, Frau Berger. Oh, bitte, gestatten Sie. Danke, Herr Breitwieser. Und darf ich nach Ihrem werten Namen? Berger, Antonia Berger aus München. Eine gute Heimfahrt, Frau Dankeschön. Berger. Dankeschön. Auf Wiedersehen. So, war denn alles zu Ihrer Zufriedenheit? Danke. Wunderbar. Wie wär's denn nur mit einem Kaffeetscherl? Kuchen? Hm? Fanny, was haben wir denn kuchenmäßig? Ja, Nusskuchen hätten wir oder Schokorolle oder Eierlikörsahne. Also, die haben wir ganz besonders wohl. Eins, zwei, drei, ein Nusskuchen mit Sahne, drei, und dann Kaffee. Frau Schütze, entschuldigen Sie, sind es meine EPs, aber ich würde ganz gerne mit der Frau Lechner unter vier Augen sprechen. Frau Schütze, bleiben Sie da. Ich bin jetzt im Besitz einer Immobilie und die Frau Schütze berät mich, ob das passt oder nicht. Schau, Regina, es ist doch so, das Vorkaufsrecht, das habe ich doch schon. Also, was der mal lang rum, du sagst mir jetzt, was du für die Sache haben möchtest. Dann verhandeln wir ein bisschen, treffen uns in der Mitte, schlagen ein. Ging er zum Notar, ihr schiebt er das Geld rüber und fertig. Und mit einem Schlag haben sich die 400.000 Euro Schulden in Wohlgefallen aufgelöst. Herr Breitwieser, ich habe im Auftrag von Frau Lechner in den vergangenen Tagen ein wenig in Bezug auf weitere Interessenten vorgeführt. Und das mit überwältigendem Erfolg. Dieses Seegrundstück ist eine Rarität, eine einmalige. Ein Juwel mit Liebhaberwert.
Ich fasse mich kurz. Momentan werden von uns zwei Käufer bevorzugt. Ein Fabrikant aus dem Rheinland. Ja, der schon nächste Woche die halbe Belegschaft entlassen muss, weil er es nicht mehr zahlen kann. Battle. Der stinkt vor Geld. Und einen bolivianischen Zinnkönig deutscher Herkunft, der hier jedes Jahr seine Sommermonate verbringen will. Wenn Sie mit den hiesigen Verhältnissen ein bisschen vertraut wären, dann wären Sie letzten Sonntag in der Kirche gewesen. Da hätten Sie dann einen Hirtenbrief vernommen, in dem zu einer großen Lateinamerika-Spende aufgerufen wurde, weil denen da drüben nämlich schon wieder einmal das Geld ausgegangen ist. Jetzt hört's doch endlich auf mit dem Schmarrn. Es ist doch so einfach. Seit 5 Jahren bist du hinter diesem Grundstück her, wie der Teufel hinter der armen Sei. Und von mir aus sollst du das haben, mach damit, was du willst. Aber das wird teuer, mein Lieber, das wird sehr, sehr teuer. So wie deine Eigentumswohnung mir teuer gekommen ist. Kennst du nicht den alten Spruch, wie man in den Wald hineinruft? So schallt es heraus. So, Frau Schütze, jetzt essen Sie Ihren Kuchen. Es ist sowieso das Beste, was man hier kriegen kann. Ja, ich möchte bei Ihnen mein Erbe bestätigen lassen. Ja, ich kann Ihnen ja eine Kopie vom Testament mit der Post zuschicken. Was ist los? Das Nachlassgericht benötigt das Original. Ja, aber wenn ich das wegschicke und das Geld verloren habe, ich ja überhaupt nichts mehr in der Hand. Ja, aber dann weiß ja kein Mensch mehr, dass ich die Alleinerbin bin. Nein, 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 das mache ich auf gar keinen Fall. Wissen Sie was? Ich bringe es Ihnen persönlich vorbei. Ja, natürlich, so schnell wie möglich. Wiedersehen. Morgen. Guten Morgen, Frau Lechner. Ein Einschreiben hätte ich für Sie. Und eine Unterschrift. Ja. Dankeschön. So. Wiedersehen. Betreff Vermächtnis Justus Haslinger. Wieso Vermächtnis? Ich hab doch das Vermächtnis. So, bitteschön. Danke sehr. Wiederschauen. Vermächtnis des Justus Haslinger. Treffpunkt Freitag, den 12.09. 10 Uhr, Gasthof Sieblick. Treffpunkt Freitag, 12.09. im Gasthof Sieblick. Mit freundlichen Grüßen, Professor Dr. Reinhard Lortzing. Herr Breitwieser, eins sage ich Ihnen gleich. Das war das letzte Mal, dass ich mich von Ihnen wie ein Schulmädel hierher zitieren lasse. Wenn Sie mir solche Briefe schreiben. Betreff Vermächtnis Justus Haslinger. Aber doch nicht den hier, da, Ihre fünfseitige Dissertation, die ich offen gestanden nicht restlos kapiert habe. Bitte schön. Ja, dann reden Sie nicht meinen ganzen Anrufbeantworter voll, sondern gehen Sie damit gefälligst zu Ihrem Anwalt. Der erklärt Ihnen den Sachverhalt. Frau Lottermeier, was werfen Sie mir eigentlich vor? Aber machen Sie es bitte schön kurz und wenn möglich allgemein verständlich. Bei der von Ihnen kürzlich fertiggestellten Eigentumswohnanlage haben Sie die zulässige Gebäudehöhe um das gesamte Dachgeschoss überschritten und dann auch noch der Turm obendrauf. Und das stört Ihren Mandanten? Als der nördliche Nachbar hat er seitdem ab 14.30 Uhr keine Sonne mehr auf der Terrasse, was sein Grundstück eklatant entwertet. Bei dem Ozonloch, Frau Lottermeier, soll er mir auf Knien für jeden Schatten danken. Im Übrigen ist die oberste Wohnung bereits verkauft. Das interessiert niemand. Sie sind der Bauherr und somit der Haftende. Ja, und was ist mit denen, die das Ganze geprüft und genehmigt haben? Gemeinde, Landratsamt, was ist mit dem Architekten, der es geplant und eingereicht hat? Die verklage ich auch. Und zwar ohne Rücksicht auf Person oder Amt, weil diesmal entkommt mir keiner mehr. Das ist mein letztes Wort. Wiederschauen. Das letzte Wort, wie immer, negativ. Mm-hmm.
Ich wollte, dass du es noch einmal siehst, wo ich einen Großteil meiner Kindheit verbracht habe. Die Regina wird es verkaufen und dann wird es wahrscheinlich abgerissen oder was weiß ich. Anscheinend ist sie schon zu dieser geheimnisvollen Hinterlassenschaftszusammenkunft unterwegs. Hinterlassenschaften haben doch auch immer etwas mit Verteilen zu tun, oder? Ja, vielleicht bekomme ich ein paar alte Fotos oder Briefe von meinen Eltern. Ich würde mich freuen. Das hat sie alles geerbt? Und das will sie verkaufen? Ist sie verrückt geworden? Tja, für eine Frau in ihrem Alter ist das Ganze hier nicht zu bewirtschaften. Magst du nicht aufsperren? Ich würde mir das Ganze gerne mal von innen anschauen. Und überhaupt nicht die Frage, das geht doch nicht. Was meinst du, ist das hier wert? 2 Millionen? Seit wann interessierst du dich für Immobilien? Oh, 3 Millionen müsste eher hinkommen, ha? Thomas, wir müssen los. Ich bleib noch, ich schau noch runter zum See. Ist gut. Ich denke, die Zusammenkunft wird nicht lange dauern. Wir sehen uns dann im Gasthof Sieblick. Ein paar Meter die Straße runter. Kannst nicht verfehlen. Tschüss, bis dann. Dieser Lorzing, der Mann, die waren zwar benannt, hä? Wieso? Wir haben halt bloß Schach gespielt miteinander. Guten Morgen! Ah, guten Morgen! Aha! Wie ich sehe, fehlt noch die Frau Dings, die Frau Berger. Ja, kommt die auch extra aus München? Ja, also, das wollen wir doch hoffen, gell? Was wollen wir denn trinken, Herr Lorzing? Nein, danke, nicht. Ich muss mich ja konzentrieren. Sie halten jetzt aber keinen stundenlangen Nachruf oder irgend sowas, weil offen gestanden zeitlich. Nein. Muss das alles ein bisschen herrichten. Es muss ja alles seine Ordnung haben. Grüß Gott zusammen. Oh, guten Morgen. Grüß Gott, Herr Lorzing. Wenn Sie hier bitte Platz nehmen würden. Danke. Und Sie auch bitte. Setzen Sie sich. Ja, die Initiative zu dieser privaten Zusammenkunft stammt natürlich nicht von mir, sondern von Herrn Haslinger. Aber ich werde natürlich seine Instruktionen aufs Genaueste befolgen. Dazu habe ich eine Vollmacht. Hier bitte und natürlich mit Unterschrift. So, ich verlese jetzt das Testament. Wie Sie sehen, ist das Kuvert versiegelt und das Siegel unbeschädigt. Was für ein Testament? Ich hab doch das Testament. Jetzt warten Sie mal. Ach, hier. Ja. Ihres ist ja 6 Jahre alt. Das weiß ich ja selber, dass das 6 Jahre ist. Ja. Dieses hingegen ist 2 Jahre alt und infolgedessen ist Ihres nicht mehr obsolet. Also nicht mehr obsolet, ich meine nicht mehr relevant. Bitte setzen Sie sich wieder. Ich verlese jetzt das gültige Testament. Mein letzter Wille. Zu meiner alleinigen und ausschließlichen Erbin bestimme ich Antonia Berger, geboren in München. Wohnhaft Herzogstraße 4 in 81539 München. Und beschwere Sie mit folgendem Vermächtnis. Frau Regina Lechner, das sind Sie, erhält in Bach am Seestraße 42 im 1. Stock ein lebenslängliches, unentgeltliches Wohnrecht. Ein Wohnrecht? Wo ich überhaupt nicht mehr da warten kann, dass ich endlich einmal ausziehe? Ja, aber das ist ja eine Frechheit. Davon war ja nie die Rede. Tausendmal hat er mir gesagt, ich erbe mal alles. Ich ganz allein. Ja, mündlich und das ist nicht relevant. Regina, reg dich nicht auf. Du rühr mich nicht an. Also,
Ich habe ja Zeugen. Ich pfeife auf das Wohnrecht. Dafür habe ich mich doch nicht abgerackert, oder? In Amerika bekommt eine langjährige Lebensgefährtin dieselben Rechte zugesprochen als wie eine Ehefrau. Ja, in Amerika. Ja, aber nicht in Bayern, wo noch dass die Ehe ein heiliges Sakrament ist. Ja, und warum hast du dann du scheiden lassen? Ne? Da war ja meine Frau. Regina, ich habe wirklich keine Ahnung gehabt. Nein, das hier ist alles ungesetzlich. Das ist vollkommen illegal. Sie haben selber gesagt, die Rechte dazu hat nur das Nachlassgericht. Ich lasse mich doch hier von euch, lasse mich doch nicht zum Narren machen. Ja, jetzt meine wird es ein bisschen schwer durch mit den Ratenzahlungen. Sein Dienstbot war es, gell? Putzfrau, Köchin, Bettverleger, Krankenschwester. Ausgenutzt hat es. Ja, schön. Und für was bin ich jetzt eigentlich wieder? Der Herr Haslinger hat mir dieses geschlossene Kuvert und diese Kassette anvertraut. Darin befindet sich seine mit großer Hingabe zusammengetragene Sammlung romantischer Liebesgedichte aus verschiedenen Jahrhunderten, die ich Ihnen, Herr Breitwieser, überreichen soll. Damit Sie das Hausverbot, das er vor 5 Jahren über Sie verhängt hat, auch nach seinem Ableben respektieren. Aha. Ja, ist einmal was anderes. Und muss ich da jetzt irgendwas unterschreiben? Nein, nein, das erübrigt sich. Also, dann kann ich ja jetzt gehen. Hm? Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Berger. Glückwunsch. Auf Wiedersehen. Frau Berger, das hier ist für Sie. Und hier ist das Testament, das Sie bei Ihrem zuständigen Nachlassgericht einreichen sollten. Und damit wäre meine Mission beendet. Warum macht er das? Ich habe nie was Besonderes für ihn getan. Frau Schütze! Frau Schütze! Zerreißen Sie alles, was ich Ihnen bis jetzt unterschrieben habe. Ich bin ruiniert. Jetzt ist eine praktisch Fremde Alleinerbin. Eine was? Eine Fremde? Was für eine Fremde? Worum geht's überhaupt? Ja, ein neues Testament ist aufgetaucht. Und ich muss jetzt schleunigst diese Eigentumswohnung loswerden. Ich hab nichts mehr, ich erb nichts mehr. Ich bin praktisch jetzt schon pleite. Wie kann denn da plötzlich ein neues Testament auftauchen? Ja, meine Lebensgemeinschaft, der Herr Just Haslinger, ne, der hat mich heute hereingelegt. Just, du hast eigentlich der Gerechte. Da kann ich nur lachen. Ja, dann müssen Sie das Testament anfechten. Ja, das tue ich ja. Ich prozessiere bis zum Umfallen. Bis zum Untergang, bis zum jüngsten Tag. Aber vielleicht sagen Sie mir mal einen anständigen Rechtsanwalt. Ja, ich kenne eine Anwältin. Die Johanna Lottermeier, die wohnt in Gollenshausen und soweit ich gehört habe, soll die sich besonders um ihre Klienten kümmern. Ja, nachher machen Sie schnell, rufen Sie es einfach an. Frau Lechner, Sie fahren jetzt erstmal nach Hause und dann beruhigen Sie sich. Ich kann mich nicht beruhigen. Ich habe schließlich Millionen verloren. Jetzt legen Sie sich hin. Nein, zu Hause. Ich kann mich auch nicht hinlegen. Ich muss jetzt kämpfen. Ich habe alles verloren, ich habe überhaupt nichts mehr. Nur noch mein Sparkassenbüchel. Und das ist seit der Euro-Umstellung auch nur die Hälfte wert. Johanna Lottermeier. Zu der gehe ich jetzt. Hoffentlich ist sie in ihrem Büro. Und sie verkaufen sofort diese scheiß Eigentumswohnung. Verdammter Mist. Meine liebe Antonia, verzeih mir, meine Tochter, aber hat nicht jeder das Recht, die Wahrheit zu erfahren? Leider ist sie selten unser Freund. Nur die Mutigsten haben keine Angst vor ihr. Und mutig war ich noch nie. Andererseits habe ich mit deiner Mutter vereinbart,
dass du sie von demjenigen erfährst, der den anderen überlebt. Doch manches ist leichter auszusprechen, wenn man nicht mehr da ist. Wo ich jetzt bin, ich bin bei dir, in Liebe, dein Vater. O wunderbares Weib, wie fühl ich dein Verzehren? Nicht heißer, wilder kann es sein als mein Begehren. Ein herrlicher Tag, nicht wahr? Meint die jetzt mir oder meine Eigentumswohnungen? O schnöde, harte, kalte Welt, voll von Verboten. Wie fern ist dir die wahre Lieb, wie nah die geilen Zoten. Na und? Ein Brief? Ist das alles und dafür sind wir fast 100 Kilometer hergefahren? Ich habe alles geerbt. Das Haus, das Grundstück. Einfach alles. Wir haben alles geerbt. Kannst du das noch mal für mich wiederholen? Langsam verstehe ich. Fanny, das ist doch nicht alkoholfrei. Stimmt. Ist nicht alkoholfreier, ja? Fanny, jetzt bedienen die Herrschaften da vorne und was immer sie konsumieren, geht aufs Haus. Aufs Haus? Aufs Haus. Frau Lechner, Ihre Situation ist mir vollkommen klar. Ihr Zorn, Ihre Enttäuschung und Verbitterung. Diese himmelschreiende Ungerechtigkeit. Na, das darf was laut sagen. Deswegen bin ich eigentlich Anwältin geworden. Weil mich jede Art von Ungerechtigkeit auf die Palme bringt. Und wie gern würde ich mich für Sie mit all meiner Kraft einsetzen. Aber in Ihrem Fall, da gibt es nur eine einzige Rettung. Bedingungslose Kapitulation. Bedingungslose? Das ist das Einzige, was die Gegenseite gnädig stimmt. Jeder Sieger fühlt sich plötzlich schuldig, wenn er zu triumphal gesiegt hat. Mit anderen Worten, ich muss das so drastisch ausdrücken, kriechen Sie vor dieser Frau Berger zu Kreuze, dann holen Sie beim Verkauf von dem Haus am allermeisten aus ihr raus. Ja, aber ich hab doch alleweil nur diese Luxuseigentumswohnung am Haus und Bearbeitungsgebühren und Zinsen und so. Kriechen Sie auch vor dem Breitwieser zu Kreuze. Da wird er Sie schon aus dem Vertrag rauslassen. Was hat er davon, wenn er Sie in die Schuldenfalle treibt? Am gescheitsten ist sowieso, Sie bleiben in dem Haus drin. Denn Ihr Wohnrecht kann Ihnen keiner wegnehmen. Und wir haben das alles geerbt? Aber warum eigentlich? Lies das. Ab heute hast du einen neuen Großvater. Ich fass es nicht. Naja, ich habe mich ja schon immer zu ihm hingezogen gefühlt. Wirklich? Meinst du das jetzt im Ernst? Ja, ja, es ist Bindung des Blutes. Du sollst dich nicht darüber lustig machen. Hey. Sorry, Mom. Das Haus zu renovieren, müsste ich einen riesen Kredit aufnehmen. Und kannst du mir vielleicht sagen, wie ich den mit meinem Gehalt als Abteilungsleiterin jemals zurückzahlen soll? Wer spricht denn von renovieren? Ich finde, wir sollten das Ganze verkaufen. Daran habe ich auch schon gedacht. Aber die Regina hat lebenslanges Wohnrecht. Und solange sie drin wohnt, kann man nicht verkaufen. Dann müssen wir sie eben ausbezahlen. Das kann man doch nicht machen. Tatsache ist, ich habe ein Haus geerbt und kann es mir nicht leisten. Ich weiß nicht, ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Thank you.
Was ist denn jetzt wieder passiert? Wieso fällt es Ihnen so schwer, sich an meine Anweisungen zu halten, Frau Berger? Wie Sie ja vielleicht schon einmal gehört haben könnten, muss jede Auslage von mir abgenommen sein. Aber Sie setzen sich ja wieder einmal einfach darüber hinweg und geben sie für die Kunden frei. Aber ich muss das Papier abreißen. Wie soll ich sonst die Wirkung der Dekoration beurteilen? Bitte jetzt keine lauwarmen Ausreden, ja? Sie wollen sich einfach nicht mit den gewachsenen Strukturen unseres Hauses abfinden. Ich werde Ihrem Treiben jetzt Einhalt gebieten. Und wie sieht das in der Praxis aus? Sie lassen mir keine andere Wahl. Ich werde die Geschäftsleitung informieren. Dann übermitteln Sie der Geschäftsleitung gleich meine Kündigung. Hallo, die Frau Berger. Herr Breitwieser, grüß Gott, so ein Zufall. Zufall? Naja, der Zufall, das ist die letzte Hoffnung der Erfolglosen. Da kennen wir zwar nicht dazu. Gingen Sie gerade in die Mittagspause? Ja, und zwar in eine sehr, sehr lange Mittagspause. Aha, das trifft Sie doch gut. Sie haben sich also in den Kopf gesetzt, auf eigenen Grund und Boden bis zum See hinunter zu spazieren. Naja, und mein Wunsch ist doch eigentlich Ihr Glück. Wir haben uns doch um Gottes Namen einigen. Sonst überhalten Sie denn von einem Aperitif? Ja, gern. Ja, wie? Danke. Das? Vielen Dank. Ja. So. Dankeschön. Dankeschön. Woher haben Sie bloß so viel Geld? Ja, nee, indem man klein anfängt und groß aufhört. Und das funktioniert sehr gut, wenn sich, sagen wir mal, Gastronomie und Immobilien so ein bisschen ineinander verzahnen. Grüß Gott, darf ich Ihnen was zu trinken bringen? Ja, was hält man denn von einem Shampoos? Gern. Also, zwei Champagner. Ja, gerne. Schauen Sie, Frau Berger, der Gasthof Post, der ist ja seit Generationen im Familienbesitz. Und dann hat mir vor Jahren ein Bauer einen Grund verkauft und da habe ich dann das Gasthaus Seeblick hingestellt. Das Dumme ist nur, ich habe keinen direkten Zugang zum See. Ich sehe ihn, ich komme aber nicht hin. Trotzdem unter uns gesagt, das Lokal ist eine Goldgrube. Na, da macht man eines schönen Tages auf. Und ist reich. Mahlzeit. Mahlzeit. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich habe eine Verabredung mit dem Herrn Materna, zuständig fürs Bauwesen. Der Herr Materna hat sich vor wenigen Augenblicken zu Tisch begeben. Da hätte ich ihm ja begegnen müssen. Oder nimmt er schon aus Gewohnheit den Hinterausgang? Lottermeier, Anwältin des Rechts. Johanna Lottermeier, richten Sie am Chef aus, er entkommt mir nicht. Auch nicht durch die Hintertür. Aber das Gebäude steht doch unter Denkmalschutz. Ach, mein Gott, Denkmalschutz. Schauen Sie, erstens ist da garantiert der Mauerschwamm drin. Zweitens ist das Ganze für ein Hotel einfach zu klein. Das rechnet sich nie und nimmer. Also bevor die lang schauen, weg damit. Und notfalls kommt halt dann da vorne wieder so eine ähnliche Fassade hin, bloß halt in größer. Das ist ja ungeheuerlich, was Sie da vorhaben. Und das ist doch auch strafbar. Also die paar 1000 Euro Strafe, die können wir gerade noch leisten. Sie wollen also alles dem Erdboden gleich machen? Wieso? Natürlich nicht. Ich stelle doch da wieder ein Hotel, aber diesmal mit internationalem Anspruch hin. Und dann kriegen wir doch endlich auch die internationale Prominenz an den See. Und ich finde, das hat unser See wirklich verdient. Profitiert nicht nur der See davon, sondern die gesamte Region. Ja, und ich will nicht ausgerechnet das machen, was mein Wohltäter am meisten abgelehnt hätte. Wissen Sie, das Schöne am Geld ist, dass man keinen Menschen mehr fragen muss. Egal, ob tot oder lebendig. Ich hoffe, Sie erwarten nicht, dass ich mich heute entscheide. Ich werde mir Ihre Argumente durch den Kopf gehen lassen. Das muss Ihnen für heute genügen. Selbstverständlich. Und auf das stoßen wir jetzt an. Frau Berger? Thank you.
verrückt geworden? Hör sofort auf damit! Es ist jetzt 8 Uhr früh! Thomas! Da ist was schiefgelaufen, diese Ignoranten! Schiefgelaufen was? Die Band, sie existiert nicht mehr, jedenfalls nicht für mich. Ich war so naiv. Ich hab gedacht, wir wollten Musik machen und nicht irgendwelche Schrammelhits für Kohle. Und du hast ihnen die Instrumente überlassen. Was hätte ich ihnen machen sollen? Soll ich sie anzeigen oder pfänden lassen? Ich fasse es nicht. Ich fasse es einfach nicht. Du kannst doch nicht einfach mein sauer verdientes Geld verschenken. Sie werden es dir schon irgendwann abstottern. Du zahlst mir das Geld zurück. Jeden einzelnen Euro. Jetzt reg dich doch nicht so auf. Wir haben gerade ein Vermögen geerbt. Ein Vermögen? Was für ein Vermögen? Ich habe ein altes Haus geerbt, das mich nur Geld kostet. Berger? Hallo? Bist du der Thomas? Wer ist denn da? Ja, ich bin die Regina. Wer? Die Regina Lechner vom See. Ah, ja. Ja, das letzte Mal, wie du da warst, warst du vielleicht 9 oder 10 Jahre alt. Wenn Sie meine Mutter sprechen wollen, die ist gerade aus dem Haus, aber ich kann ihr was ausrichten, wenn Sie wollen. Ja, weißt, ich wollte euch eigentlich einladen. Ich hab mir gedacht, das Haus ist jetzt so ruhig und ich koche euch einmal was Gescheites. Gilt die Einladung auch für mich allein? Selbstverständlich. Warum denn nicht? Wo euch sozusagen jetzt das ganze Haus kehrt, kehrt's natürlich auch dir. Wie wär's mit heute Mittag? Wunderbar. Also, bis zum Mittagessen. Vierti. Servus. Hallo? Frau Lechner? Grüß Gott. Hallo. Thomas? Ich bin Alisa. Ich bin eine Freundin von Regina. Ich glaube, ich habe dich schon mal auf so einer Hotelterrasse gesehen. Kann das sein? Die Welt ist klein. Ja, grüß dich, Thomas. Mei, bist du groß geworden. Ja, aber keine Angst, ich habe schon aufgehört zu wachsen. Hast du es gleich gefunden? Bist mit dem Auto da? Zug und Taxi, Frau Lechner. Okay, sag du nicht, Frau Lechner. Sag Regina, wie früher. Das Essen ist schon fertig. Ich hab deinen Schweinsbraten gekocht. Den hast du früher immer so gern gemengt. Die Frau Schütze bleibt auch zum Essen. Das ist eine gute Bekannte von mir. Ah, Jesus, meine Gnädel. Meine Mutter hat gesagt, dass du das gesamte Obergeschoss bewohnst. Ja, und ihr das gesamte Erdgeschoss. Und was ist mit dem Untergeschoss und den Mansardenzimmern? Da bin ich nicht mehr zuständig. Magst du noch einen Bub? Du musst essen. Auf keinen Fall, ich bin absolut satt, aber es hat sehr gut geschmeckt. Dankeschön. Was hat denn deine Mutter mit dem Haus überhaupt jetzt vor? Ich weiß nur, wenn man das erhalten will, braucht man eine ganze Stange Geld. Ja, das kann ich leider nur bestätigen. Das Haus, das muss von Grund auf renoviert werden. Und was sagt deine Mutter dazu? Die hat dazu noch gar keine Meinung. Ich kann mir nur nicht vorstellen, wie sie das mit ihrem Gehalt finanzieren soll.
Regina? Dein Sohn, der lernt halt segeln. Seit wann begeistert der sich für Segeln? Naja, vielleicht ist es besser, wir sind allein. Ich möchte, dass du diesen Brief hier liest. Den hat mir der Herr Lortzing zusammen mit dem Testament ausgehändigt. Zuerst war es ein Riesenschock für mich. Das muss ich erst verdauen, dass meine ach so glücklichen Eltern offenbar so glücklich gar nicht waren. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ist schon in Ordnung. Ich kann mir vorstellen, wie dir zumute ist. Ja und, was machen wir jetzt? Regina, wie wär's, wenn wir uns zusammentun und die Pension wieder eröffnen? Natürlich nicht die von früher. Ich meine ein Hotel. Klein, aber fein. Tipptopp renoviert und geschmackvoll eingerichtet. Ein richtiges Schmuckkästchen. Für das feine Publikum, für die Prominenz, für Menschen, die ihr eigenes Seeufer genießen wollen. Ja, aber die schönsten Zimmer sind im ersten Stock. Und da wohne ich. Ja, ich weiß. Wir beide müssen halt im Untergeschoss schlafen. Unsere Gäste gehen schließlich vor. Und das, was von den Einnahmen übrig bleibt, teilen wir uns 50-50. Als gleichberechtigte Partnerin, Geschäftspartnerin. Ich soll im Souterrain wohnen? Zuerst sollst du dir meinen Vorschlag überlegen. Aber reizt dich das nicht, diese Herausforderung? Zum ersten Mal in unserem Leben wären wir unser eigener Herr. Beruflich selbstständig. Aber ich brauch doch ein Geld. Was du brauchst, ist eine Aufgabe, die dich ausfüllt. Nur so kannst du vergessen, wie dich dein Just gelingt hat. Also das sehe ich vollkommen anders. Schließlich bist du doch wirklich seine Tochter. Bloß gesagt hat er uns beiden nicht. Feig ist er gewesen. Nicht einmal der Breitwieser könnte gegen uns konkurrieren. Ohne eigenes Seeufer ist er nur einer unter vielen. Aber der hat doch das. Das nützt ihm in dem Fall überhaupt nichts. Ich schlag vor, wir gehen zur hiesigen Bank und beantragen einen Kredit. Nein! Ich nehme keinen Kredit auf. Ein Kredit, das ist geliehenes Geld. Das bringt man finanziell. Da mache ich nicht mit. Ich habe da meine Erfahrungen. Das ist der vollkommene Ruin. Regina. Nein. Bitte. Nein. Ich hoffe, du kannst mit dem Zeug hier umgehen. Ja klar, wer am See wohnt, kann auch segeln. Gut. Von so einem Gerät habe ich keine Ahnung. Okay. Spring. Und jetzt? Jetzt geht's los. Der Schweinebraten schmeckt immer noch. Mag ich sehr lecker. Magst du mal kosten? Nein. Schade. Erinnert mich irgendwie an meine Kindheit. Regina backt den besten Marmorkuchen. Tommy, ich muss dir jetzt was sagen. Regina geht's ganz schlecht momentan. Die hat bei mir eine viel zu teure Wohnung gekauft. Und naja, jetzt kriegt sie bei dir und deiner Mutter zu Kreuze, weil sie auf eure Großzügigkeit hofft, nachdem ihr verkauft habt. Das hat ihr die Anwältin geraten. Was? Ihr seid doch alle miteinander nicht auszuhalten. Ihr geht mir so auf die Nerven. Morgen, Frau Lechner. Morgen. Heute ein Brief mit Unterschrift. Ist ja. Ist ja schon wieder die Bank. Und hier. Na, das haben wir gleich liegen. Das gibt's doch nicht. Das ist jetzt schon die zweite Mahnung. Innerhalb von 14 Tagen, dieser Vorreiter, der geht mir wirklich auf die Nerven. Ha, bist du schon wieder da? Vom Segeln? Wie du siehst. Hat die Frau Schütze nicht mitgebracht? Hab was anderes vor. Deine Mutter war vor 2 Stunden da. Bin jetzt nicht sonderlich scharf drauf, der zu begegnen. Aha. Gehst du jetzt schon wieder? Ich hab gemeint, du bleibst ein bisschen länger da.
Was ich jetzt um mich rum brauche, sind Leute, die nur Spaß haben wollen, ohne Hintergedanken und Abhängigkeiten. Verstehst du? Na, das verstehe ich nicht. Trotzdem, vielen Dank für alles. Dritte und letzte Mahnung. Sollten in den nächsten Tagen nicht die vereinbarten Rückzahlungsraten des Kredits bei uns eingehen, sehen wir uns leider gezwungen, Ihr Konto zu sperren und weitere Maßnahmen gerichtlicher Art gegen Sie zu ergreifen. Das ist doch unverschämt! Wo ich seit 40 Jahren Kundin bei der Bank bin. Was ist dir denn dabei eingefallen? Eine Tochter? Ich meine, ich hab doch gar nichts davon gewusst. Was, du bist ein Feigling. Feig bist! Eigentlich geht mir das ja gar nicht so. Das war ja alles vor meiner Zeit. Aber dann hättest du deine Sache auch gerecht und übersichtlich aufteilen können. Jetzt will ich sie, will ich ein Hotel eröffnen und ich soll kochen. Und mein ersten Stock, der eh das Schönste ist im ganzen Haus, den soll ich jetzt auch noch hergeben. Und so in Zutering ziehen, in mein Alter. Und was Neues anfangen. Na, da hast du ihn schon sauber ein Durcheinander eingebrockt, mein Lieber. Ja, wie soll das jetzt alles weitergehen? Ja, gib mir halt ein Zeichen. Aber bald. Ein deutliches Zeichen. Ja, der Herr Breitwieser. Sag einmal, was machst denn du mitten am Werktag auf dem Friedhof? Ja, zum Probeliegen bin ich nicht da. Na, wieder der Fang. Jetzt soll ich das Letzte, was mir noch geblieben ist, meinen schönen ersten Stock, den soll ich auch noch hergeben. Pass auf, jetzt lass dich doch einfach von der Erbin auszahlen und dann kann die auch endlich verkaufen. Das wollte ich ja überhaupt nicht. Ein Hotel will ich aufmachen. Fürs beste Publikum, für die Prominenz. Eine Nobelherberge. Für Besserverdienende. Ganz exklusiv. Und ich soll kochen. Was das jetzt wieder her hat. Aber so ein Mistvieh. Na gut. Na gut, auf in den Kampf. Da werden wir jetzt mal gleich ein paar Telefonate tätigen und dann wird die Dame bald wieder auf dem Boden der Tatsachen landen. Und wenn das auch nichts hilft, pass auf, Regina, dann hilfst du mir. Du verteidigst deinen ersten Stock mit Klauen und Zähnen. Ja, und was gibst du mir dafür? Du, die Luxuseigentumswohnung, die nehme ich, wenn's du magst, selbstverständlich, also vorläufig wieder mal zurück, weil ich konnte doch nicht mit den ganzen Schulden sitzen lassen. Gell? Das kriegen wir schon. Also bei dem habe ich immer das Gefühl, er zieht mich über den Tisch. Der bescheißt doch. Und sowas nennst du ein Zeichen. Also was soll ich jetzt machen? Soll ich mit dem oder soll ich mit deiner Tochter oder? Jetzt sag halt einmal was. Aber was deutlich, sodass ich es verstehe. Alles Verbrecher, die sollen mich kennenlernen. Lies einmal den Brief von der Sparkasse und was mir der Breitwieser für eine Widmung drunter geschrieben hat. Jetzt bin ich auf deiner Seite. Es kommt so, wie ich es dir prophezeit habe. Und das war sicherlich nicht der letzte Mahnbrief. An deiner Stelle täte ich mir überlegen, auf welcher Seite du stehst. Auf meiner oder auf der von dieser größenwahnsinnigen Erbschleicherin, Breitwieser. Mit der Erbschleicherin, da hat er die gemeint. Ja, schade. Schade um die viele Mühe und Zeit, die Sie da investiert haben. Leider fehlen die entscheidenden Voraussetzungen.
Und die wären? Frau Berger, Sie verfügen über keinerlei Vorkenntnisse in der Hotelbranche, geschweige denn über eine fachliche Ausbildung. Aber man kann alles lernen. Außerdem habe ich die Frau Lechner, die früher jahrelang in der Gastronomie tätig war. Und die bereits bei uns hoch verschuldet ist. Ich sah mich schon zu mancher Mahnung gezwungen. Wenn ich diese Eigentumswohnung los bin, dann kriegen Sie Ihr Geld. Das wissen Sie ganz genau. Und wann wird das sein? Unsere Geduld ist nicht unbegrenzt. Und was Sie betrifft, Frau Berger, Sie haben keine nennenswerten Barmittel, keine Rücklagen für finanzielle Engpässe. Sie setzen alles auf eine Karte. Es ist meine Pflicht, Sie vor einem verhängnisvollen Abenteuer zu warnen. Die wirtschaftliche Entwicklung unterliegt einem immerwährenden Auf und Ab. Sie haben nur die Abwärtsbewegungen berücksichtigt. Ja, und die Naturkatastrophen vergessen. Die Tornados, die Erdbeben und die Überschwemmungen. Haben Sie sich eigentlich schon um eine Gewerbegenehmigung bemüht? Da steckt doch der Bartel dahinter. Ein paar Anrufe und sie landet wieder auf dem harten Boden der Tatsachen. Da hat er wieder die gemeint. So schnell lassen wir es nicht einschüchtern. Morgen gehen wir zur Gemeinde. Na, ich hab auch meinen Stolz. Das war doch von Anfang an eine Schnapsidee. Komm, geh mal auf. Nur weil wir für diesen bornierten Beamten nicht kreditwürdig sind. Regina, bitte. Na. Das Haslinger Anwesen darf weder in seiner baulichen Substanz noch in seiner Nutzung verändert werden. Herr Bürgermeister, der entscheidende Punkt ist doch, dass ich es erhalten will. Für einen Gewerbebetrieb. In einem reinen Wohngebiet, hm? Herrschaft, das war doch schon früher Pension. Früher ist nicht jetzt, Frau Berger. Sie kriegen keine Gewerbegenehmigung, und wenn Sie sie auf den Kopf stellen. Bitte schön, kommen Sie. Können Sie mir bitte sagen, warum ein anderer kein Problem damit hat, alles abzureißen und auf das Grundstück ein Hotel hinzubauen? Ja, weil dieser andere halt eben ein anderer ist. Ein anderer kann den Gemeinderat umstimmen, Sie nicht. Weil der andere es nicht will. Warum sitzt der andere dann nicht gleich auf Ihrem Stuhl? Das wäre für ihn bestimmt billiger. Bitte schön, wir sind nicht unverschämt. Nur dazu als Ortsfremde. Damit ändern Sie auch nichts. Ach, rutschen Sie mir doch einen Buckel runter. Was? Und Ihre Gewerbegenehmigung stecken Sie sich sonst wohin. Regina, ich muss dir was mitteilen. Ich mag gerade nichts hören. Aber es ist was Erfreuliches. Erfreulich? Für wen? Für uns alle. Also komm runter. Ich sitz gerade so bequem. Und erzähl mir nicht andauernd, dass du wunschlos glücklich bist. Ich glaub's dir sowieso nicht. Also komm runter. Und? Was ist jetzt so wichtig? Regina, komm, setz dich her. Ich liebe dieses Haus, aber es hat keinen Zweck. Man hindert mich daran, was daraus zu machen. Solange der Breitwieser alle Fäden in der Hand hat, wird sich daran auch nichts ändern. Der Breitwieser, der überlebt uns doch alle. Und die logische Konsequenz? Verkaufen. Und was wird dann aus mir? Sobald ich das Geld hab, zahle ich deinen Kredit zurück und die Eigentumswohnung gehört dir. Ich war ja so naiv. Gegen einen Breitwieser wollte ich antreten. Und am Ende noch gewinnen. Ist jemand daheim? Ah, Frau Lottermeier. Störe ich gerade? Das ist meine Anwältin. Na ja, ich hoffe, Sie haben sich inzwischen gütlich geeinigt. Ja, wir sind gerade dabei. Sehr vernünftig. Frau Lechner, falls Sie mit dem Breitwieser wegen der Luxuseigentumswohnung Schwierigkeiten haben, vergessen Sie es. Der Mann ist politisch und gesellschaftlich bis auf Weiteres erledigt. Wie der alle bestochen hat,
Gemeinderatsmitglieder, Sachbearbeiter im Landratsamt bis hinauf zum Baudirektor. Ein einziger Sumpf. Alle, denen ich Bestechlichkeit nachgewiesen habe, sind bereits zurückgetreten. Oder vom Dienst suspendiert. Seine ganze Amigo-Bande ist abgesägt. Und der Vorreiter von der Sparkasse? Der hat sich schon versetzen lassen. Und sein Nachfolger ist ein junger, dynamischer Mensch, der den Namen Breitwieser noch nicht einmal gehört hat. Ob der wohl jung und dynamisch genug ist, dass er unseren Kredit einräumt? Okay, Frau Berger, mit Ihrem Besitz im Rücken, da rennt Ihnen der ja die Tür ein. Also just, das war das Zeichen. Antonia, kommst du mal raus? Ja, ich komm gleich. Regina, das ist doch viel zu schwer für dich. Was nützt uns das, wenn du einen Bruch hebst? Groß und schwer ist das auch wieder nicht. Jetzt pack mal da hinten an. Ja, mach ja schon. Ja, was ist so? Das ist nicht auf dem Anhänger. Okay, das ist doch noch pfennig gut. Eine neue Matratze, und das gibt ein wunderbares Kinderbett. Kann doch nicht dein Ernst sein. Ein Bett, das seit Jahren da heraus und vor sich hin modert. Nein, das war immer zugedeckt. Was weißt denn du, was so ein Kinderbett kostet? Und die Kinder machen eh alles hin. Wir haben das Geld nicht zum Nausschmeißen. Am Komfort unserer Gäste wird nicht gespart. Und unser Schuldenberg, der immer weiter wächst, das zählt bei dir nicht. Seit die Frau Schütze deine Eigentumswohnung verkauft hat, hast du gar keine Schulden mehr. Und meine sind mir im Moment total wurscht. So, Frau Berger, ich bringe das Gemälde. Grüß Gott. Was für ein Gemälde? Das gekaufte. Aha. Ist das echt? Natürlich, selbstverständlich. Bringen Sie es bitte ins Haus. Ja, gern, Frau Berger. So. Ja, jetzt spinnst du total. Na, was sagst du? Es ist doch wunderschön. Passt wunderbar. Ja, Ölgemälde. Das gehört ins Museum. Nicht jedes Ölgemälde gehört ins Museum. Und was das kostet? Herrschaft. Wann holt denn der vom Flohmarkt endlich mal das alte Klump da ab? Flohmarkt? Das ist mein Pensionsgeschirr da, was ich 20 Jahre aufgehoben hab. Kannst du dich nicht erinnern? Aufgehoben? Wofür denn? Ja, für einen Gebrauch. Für was denn sonst? Du willst also allen Ernstes unseren Gästen Teller und Tassen aus der Nachkriegszeit zumuten? Weißt du was? Wenn ich da überhaupt nichts recht machen kann, dann ist es gescheiter, wenn ich kündige. Du kannst überhaupt nicht kündigen. Du bist nämlich einer von den Chefs. Das werden wir nachher schon sehen. Das ist doch zu schwer für dich. Was haben wir denn davon, wenn du dir einen Bruch hebst? Friede. Friede! Jetzt laufe ich heute Abend zum Abendessen ein ins zweitbeste Restaurant in der Gegend. Warum auf einmal so bescheiden? Warum bloß ins zweitbeste? Weil es in naher Zukunft das beste Essen in unserem Hotelrestaurant gibt. Und du kochst. Was ist das? Da schauen wir, wer da kommt. Der kommt mir ja gerade recht. Der Besitz reicht bis runter zum See. Eine Traumlage. Was meinst du, was das Ganze hier wert ist? Keine Ahnung. Hi, Mama. Na, hast deine Finanzen bis zum letzten Cent aufgebraucht? Was macht ihr denn da?
Für sowas gibt's Spezialfirmen. Wir müssen sparen. In spätestens 2 Monaten eröffnen wir hier unser eigenes Hotel. Wie bitte? Haben Sie einen Führerschein? Ja, klar. Dann fahren Sie bitte das Leihauto zurück. Und du, mein lieber Sohn, nimmst zum ersten Mal in deinem Leben eine Schaufel in die Hand und hilfst deinen ehemaligen Bandkollegen, die schon seit ein paar Tagen ihre Schulden abarbeiten. Und jetzt lass dir von deinen Künstlern zeigen, wenn man den Mörtel richtig abmischt. Die sind nämlich schon ziemlich gut, die Burschen. Und? Was sagen Sie jetzt? Eines Tages kehrt mir das. Und da wird's abgerissen. Schau's Prinzip. Sie geben wohl nie auf, was? Aufgeben? Das Wort kann ich nicht einmal buchstabieren. Jetzt geht's erst los! Schau. Was glotzt ihr so? Der Herr Breitwieser.